Herzlich willkommen an diesem wunderschönen Frühlingstag, meine Damen und Herren. Ja? Ich bin sehr gut drauf, ja? Denn ich habe jetzt erfahren, okay, Ostern ist gerettet. Ich hatte schon ein bisschen Angst, ja, dass es diesmal ins Wasser fällt, weil Angela es ja verboten hat. Ostern ist gerettet? Ja, ist doch alles wieder gut. Ehrlich? Ja, Angela hat doch zurückgerudert und sich entschuldigt und alles. Und was machst du jetzt Ostern? Naja gut, also zunächst mal das Beste, ich kann in die Kirche gehen. Ehrlich, kannst du? Ja, weißt du. Hast du dich schon angemeldet? Nee, wieso? Ach so, nee, ich habe jetzt gedacht, man könnte jetzt... Muss man sich elektronisch erst anmelden. Ich dachte, man könnte ganz normal hingehen, ein bisschen Abstand vielleicht. Der Heilige Geist kommt heute nur noch per App. Oh, das kann also sein, dass ich vielleicht gar nicht... Weihwasser? Weg. Kein Weihwasser, gut, da kann ich drauf verzichten, ich habe Aftershave. Ja? Mhm. Nee, aber ich meine jetzt, also kann sein, dass ich gar nicht mehr reinkomme in meiner Wunschkirche? Kann sein. Oh, aber wenn ich getestet bin? Ja, welchen Test? Ja, also ich weiß nicht, kann ja sein, dass ich, wenn mit dem Test... Also meinst du PCR-Test? Ja. Antigentest? Selbsttest? Nee. Selbsttest gilt ja nicht, ich kann es ja nicht beweisen. Du musst ja das Pipi-Ding mitbringen dann, oder? Ja. Ja, gut, das glaubt dir ja keiner. Siehst du? Das könnte ja der von deiner Frau sein, das verstehe ich. Zum das kann Beispiel. Man nicht. Also gut, also ein PCR-Test. PCR-Test. Ja, der ist ja teuer. Ja. 79 Euro. Ja, für meine ganze Familie, auch in 200 Zimmer. Okay, da wird es ganz schön teuer mit der Kirche, oder? Sie nehmen es ja nicht an, also... Gut, ja. Ach so. Vergiss die Kirche. Ach so, ne, also das... Kennst du einen Untergrundpfarrer? Ne, ja. Der im Keller, so ein bisschen. Ja, braucht aber einen zweiten Ausgang. Ja, genau, alles klar. Also ihr müsst zusammenlegen, die Strafen sind enorm. Ja, also gut. Hatten wir bereits zu Weihnachten Pfarrer, die illegale Messen feiern, werden festgenommen, 50.000 Strafe. Oh, 50.000, das kriegt die Gemeinde so schnell nicht zusammen. Ja? Und das ist dann, wie vorne ist dann so eine Kirche im Keller, wo man so eine Stahltür hat mit so einer Tür, wo man ein bestimmtes Klopfzeichen machen muss? So ist es. Das muss ich alles noch recherchieren vor Karfreitag. Ich wollte ja an Karfreitag, an Ostersonntag und an Ostermontag. Es wird knapp, mein Lieber. Okay, also dann lasse ich mit der Kirche sein. Da gibt es bestimmt auch Zoom-Gottesdienste, oder? Im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Glaubst du? Ja, klar. Ich meine, darum ist ja Ostern weg. Ja. Kirche ist, wenn drei Menschen zusammen sind. Ja. Wir sollen nicht mehr zusammen sein. Ach so, drei ist viel auch. Eine virtuelle Messe gibt es nicht. Ja, gut, also lassen wir das mal sein. Ich könnte sagen, der Heilige Geist versteht diesen Schmarrn nicht. Gut, aber ich mache das jetzt mal praktisch, muss praktisch denken, lieber. Ich habe ja eine riesen Familie, die wollen alle was von mir. Wir lassen denn dieses Jahr mal, ja, wie Herr Lauterbach immer sagt, dieses Jahr lassen wir den Gottesdienst mal weg und gucken. War schon letztes Jahr so. Also, na gut, was sind zwei Jahre in der Lebensspanne, Roland? Gar nichts. Das kann man doch schon mal. Das dritte Mal gibt es dann auch nicht mehr. Ja, also, aber wir haben ja im Fernsehen, es gibt bestimmt eine evangelische Messe irgendwie in Münsterland, die übertragen wird. Ja, natürlich wird die übertragen. Staatsfernsehen überträgt, was die Regierung will. Das reicht doch auch, oder? Nein. Da musst du noch nicht mal aus dem Jogginganzug raus. Also gut, dann ist egal. Es Kirchgang ist Gemeinschaft. Ja, aber Roland, jetzt reiten wir jetzt nicht so auf der Kirche rum, wir sind ja sonst auch nie reingegangen. Nein. Hauptsache Familienfeier. Ich habe immer so, Ostern ist für uns das Familienfest, mehr als Weihnachten. Wir treffen uns alle und suchen Ostereier mit der Oma. Das ist wirklich toll. Ja, bist du jetzt völlig durchgeknallt? Nee, warum? Ist schön. Das ist, weiß ich, oft ist es so ein bisschen frühlingshaft schon, ganz schön. Ja, wie viele Leute seid ihr dann? Na, so 15. 15? Ja, klar, logisch. Das sind 10 zu viel. Ja, das sind halt 3 oder 4 Haushalte. Das sind jeweils 10 zu viel. Okay. Also du musst deine Familie aufteilen. Oh, okay, wie machen wir das denn dann? Dann müsste ich ja, was soll ich denn dann machen? Also wenn die nicht zusammen, dann sind 15, also wären ja 3 mal 5, 15, glaube ich, gell? Ja, so ungefähr. 3 mal 5, dann machen wir Ostersamstag, Ostern und Ostermontag, machen wir jeweils ein Osterfest jetzt mit anderen. Jetzt hast du es kapiert mit der Kirche. Ja. Ach man so. Kann das nicht aufteilen. Doch, du kannst deine Familie nicht aufteilen. Doch, das geht schon. Guck mal, ich will mal vor, also die Berliner kommen am Samstag, die aus Nürnberg kommen am Montag und wir sind am Sonntag dran. Aber dann sehen ja die Berliner die Nürnberger nicht. Zoom. Ja, wir haben doch du Zoom. Mit deinem Zoom, bist ja, du ein virtueller Mensch? Ja, bist ne, du, das muss du, halt mal sein. Bist du ein Huhn? Das im Käfig sitzt und Zoom hat. Nein, ich versuche nur das Beste draus zu machen. Okay. Du bist ein guter Mensch. Ich halte mich an die Maßgaben der Regierung. Wir sollen ja positiv bleiben. Ja, ja, mach so. Also am Samstag gucken die einen in Zoom, am Sonntag die anderen und im Dings. Da bin ich nur froh, dass die andere Oma im Altersheim ist. Da habe ich die schon mal aus den Füßen, weißt du? Ja, ist klar. Na, die darf ich ja eh nicht besuchen. Die darfst nicht besuchen, da ist die gut aufgeräumt. Und die kann kein Zoom. Die kann kein Zoom, die ist gut aufgeräumt und die verwechselt wahrscheinlich die Fernbedienung mit dem Telefon. Ja, da habe ich das schon mal, weißt du, was ich meine? Ja, das ist gut. Ja, da jetzt muss haben ich wir endlich da auch noch hin. Aber die ist doch sicherlich schon geimpft, oder? Ja, ich weiß gar nicht, ob sie noch lebt jetzt. Das ist, glaube ich, letzte Woche geimpft worden. Da merkst du was. Obwohl sie geimpft ist, wird sie isoliert. Ja, klar. Ach, das ist so. Also,
Naja, man weiß ja nichts Genaues über die Impfung, Roland, da darf man doch kein Risiko eingehen. Und was ist schon ein Jahr oder zwei Jahre in der Lebensspanne, wenn du nur noch ein halbes hast? Aber wenn du, sorry, tut mir leid. Wenn deine Kinder, sagen wir mal, 7 Jahre alt sind, ja, dann haben sie schon 2 Jahre verloren. Ja, ja, aber da weißt du, ja, ja. Nee, schlimmer finde ich bei Oma, wenn Oma vielleicht noch ein halbes hat. Ja, aber wenn du bei deinen Kindern, die verändern sich ja auch, ja? Ja. Ich meine, die haben ja jetzt alle ein schlechtes Gewissen. Ja. Sie morden deine Omi. Ja. Oh. Kinder sind Oma-Mörder, wusstest du das? Doch, jetzt Kinder, wo du sagst. Die Kinder spüren das selber. Die spüren das, ja. Das siehst du, das ist das Gute. Wir haben wieder alle Schuld auf uns geladen. Ja, und deshalb möchten die Kinder die Oma auch gar nicht besuchen, weil sie einfach Angst haben, dass sie in die Hand ausrutscht mit dem Messer. Mhm. Ja, ja, ja. Das ist natürlich psychisch schwierig, sag ich mal. Ja, da musst du halt dran arbeiten. Schau, und wo suchst du jetzt deine Ostereier? Ja, die Ostereier suche ich jetzt virtuell. Ja, also ich mache das jetzt anders. Wir bleiben zu Hause. Ich gehe in den Park. Wir gehen in bei uns Park. In den Park. Da gehen doch alle spazieren immer und das ist auch schön. Ist doch wunderbar. Ja, ja. Ja, aber ich bin mir nicht sicher, ob da nicht die Polizei dazwischen geht. Das ist ja dann zu dicht. Du musst dir die Logik ja so vorstellen. Ja. Stell dir mal den Tegernsee vor. Ja, ja, ja. Riesige Biergärten. Da passen Zehntausende von Münchnern rein. Ja. Es war aber verboten. Ja. Jetzt gehen es alle auf die schmale Promenade. Ja. Dann sind es zu viele, dann wird es da auch verboten. Oh Gott, also. Aber es ist ja nicht nur es ist ja in Frankfurt genauso. Wir haben Taunus, ja, die haben immer gebettelt, dass die Frankfurter zum Schnitzel essen. Wäre das kommen. Nächste, ich jetzt hätte die Eier im Wald versteckt. Jetzt. Das ist absolut unmöglich. Ja, gut, wenn es alle machen, ist es wenn es einen triffst da. Ja, ja, das ist ja auch. Hinter jedem Baum kann der Polizist heute stecken. Ja, also entweder ein Osterei oder ein Polizist. Osterei oder Polizist? Wenn er so noch so einen Helm auf was passt, ja, dann ist der Polizist. Und schlag ihn nicht auf das Köpfchen. Ja, gut, aber Roland, was mache ich dann? Ich habe doch nur so ein. Außerdem, ich dachte ja, du bist irgendwie jetzt doch normal geworden. Warum? Du bist ja ein Corona-Leugner, du bist ja ein Regierungsfeind, du bist ein asoziales Element. Naja, na, sagen wir so, ich habe schon so ein. Du hast heimlich zum Osterspaziergang aufgerufen. Oh Gott, ja, das wollte ich nicht, Roland, es tut mir wirklich leid, ich entschuldige. Ich meine, das muss auch gestrichen werden aus diesen ganzen Büchern. Faust, dieser Goethe, ja, dieser Osterspaziergang. Vom Eise befreit sind Strom und Bäche durch des Frühlings holden, beliebenden Blick im Tale grünet Hoffnungsglück. Ja, aber das ist doch alles Zeug, Roland, das alles. Ja, das muss weg. Ja, eben. Das war ja früher mal. Das wird jetzt verboten. Wie lange ist denn der Goethe schon tot? Eben. Also, ist der an Corona gestorben? Wahrscheinlich. Ich entschuldige mich jetzt hier offiziell bei dir für alles, was ich angedeutet habe, was vielleicht nicht in keeping ist mit dem, was Herr Lauterbach will. Ich entschuldige mich in aller Form. Aha, du machst es jetzt wie die Kanzlerin. Ja, ja? Macht die das so? Ja. Die hat sich entschuldigt. Ja, ja, ja gut, der ist halt auch, in der Fehlerkultur ist der mal was rausgerutscht. So, und jetzt ist es jetzt besser geworden? Nein. Als irgendwas besser geworden? Nee, schlimmer als vorher an Ostern. Ja. Ja. Hast du schon mal den Begriff gehört von der tätigen Reue? Nein. Hast du schon mal was davon gehört, wenn ich mich entschuldige, musst du es nicht annehmen? Nee, Quatsch, es reicht doch, wenn du dich entschuldigst. Das heißt doch immer. Hast du die Entschuldigung der Kanzlerin angenommen? Nee. Also, was wirkt es dann? Das ist egal, sie hat sich entschuldigt. Und das Fernsehen findet es gut. Ja, sicher, du weißt doch, wie es ist. Man muss sich nur entschuldigen, egal was mit dem passiert, bei dem man sich entschuldigen muss. Man sagt nicht mehr, ich habe um Entschuldigung gebeten und warte auf eine Antwort. Sondern also, es reicht, wenn ich entschuldige. Damit ich das es verstehe. Es reicht, wenn ich jetzt mich bei dir entschuldige. Ich nehme jetzt diese Teekanne. Ja, okay. Ich hause dir auf den Kopf. Ja. Und dann sage ich Entschuldigung, dann ist gut. Ja, klar. Ah. Du musst auch nicht zurücktreten. Ach so, das sind die neuen deutschen Medien. Natürlich, machen. Du musst nicht zurücktreten, du musst dich nur entschuldigen. Also Entschuldigung ist ein Trick. Ja. Also. Deshalb wende ich ihn ja auch an. Und ich gehe jetzt wie immer an Ostern, vergrabe ich mich schön in meiner Bude, Jogginghose und Netflix. Das ist auch gemütlich. Ich bin mir nicht sicher, ob du noch lange Netflix hast. Warum? Naja, ich meine, das wollen jetzt ARD und ZDF selber machen. Ich bin mir nicht sicher, ob es nicht bald auch verboten wird. Oh Gott. Oh Gott. Dann sind nur noch Schauspieler mit Maske unterwegs wahrscheinlich, auch auf Netflix. Also, es wird wirklich alles gut. Glauben Sie ihm. Lesen Sie mehr dazu in unserem neuen Heft im gut sortierten Bahnhofsbuchhandel oder im Abonnement.